So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tibia. Wir sind immer noch dabei, hier ein paar Sau-Lizards zu hunten. Und gestern haben wir natürlich diesen Rockelsong im Hintergrund abgebrochen, am Ende zumindest. Und deswegen starte ich den ganz einfach nochmal neu, weil ich den toll finde. Und deswegen machen wir hier mal den letzten. Wie viel haben wir noch? Na, da sind da noch ein paar. Ein Klacks sozusagen. Das heißt, diese 4000 Experience Points, die holen wir uns mal schnell noch. Und dann gucken wir mal, dass wir die Folge hier rumkriegen. Und dann muss ich mal schauen, dass wir wirklich irgendwie, also heute ist ja Samstag, morgen ist ja Sonntag. Und ich hoffe, dass ich den Igel irgendwie mal so verdonnert kriege, dass wir dann mal diese Queen of the Banshee Quest machen. Ist zumindest mein Ziel. Zumindest noch für heute, für dieses Wochenende. Und wenn ich da vielleicht nur einzeln anfange, einzelne Räume kann ich ja schon locker machen. Das kriege ich ja hin. Und den Finalraum, den müsste ich dann mit ihm auf jeden Fall zusammen machen, weil das ist dann schon ein Punkt, der dann einfacher ist. Ja. Huch. So, also ich war ja gestern, das ist ja immer noch die gleiche Aufnahme für euch gestern, für mich immer noch die gleiche. So ein bisschen im Rage-Mode quasi, dass ich ein bisschen Tacheles geredet habe, was meine Gedanken und Meinungen bezüglich mancher YouTuber etc. angeht. Möchte jetzt auch nicht weitermachen, um Gottes Willen, möchte einfach nochmal an einem Punkt weitermachen, der mich auch nochmal hübsch interessiert hat. Und zwar bin ich ja, wie ihr wisst, ich bin ja arbeiten. Nö, also ich muss ja meine Brötchen irgendwo anders noch verdienen, außer hier bei YouTube, obwohl bei YouTube kriegt noch nicht einen einzigen Cent raus, das ist ein anderes Thema. Ich bin ja als Personaler quasi tagtäglich damit konfrontiert mit Leuten. Also ich bin mit Leuten konfrontiert, das ist schon mal kein Geheimnis, das ist schon mal ganz wichtig und auch eine Lebensweisheit, die ich da von mir gegeben habe. Also ich bin dabei, quasi Leute einzustellen, Leute rauszuschmeißen, Leute abzumahnen, Leute einzuteilen. Bin quasi ein Disponent eines Personaldienstleisters, ja, kann ich ja mal sagen. Und da sind wir wieder beim Thema Sklaventreibung, tralala, da möchte ich gerne erst anfangen. Level 61, drö. Damit möchte ich gar nicht erst anfangen. Worum es mir eigentlich geht, ist die Tatsache, weil wir gestern davon gesprochen haben, die Jugend, die meine Rente trägt oder so, daher kam mir der Gedanke, weshalb ich jetzt hier auf diesen Punkt komme. Möchte mal auch wieder ganz ketzerisch sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich da auf jeden Fall weiß, wie es auf dem Arbeitsmarkt aktuell aussieht. Also bei uns in der Region, beziehungsweise ist es so, dass ich keine vernünftigen Leute bekomme, ja. Das heißt, klar kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ja, der Lohn, der in der Zeitarbeitswirtschaft etc. gezahlt wird, ist für den Arsch. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, hat dieser Lohn, er ist natürlich auf einem Level, wo man, er ist über dem Level vom Hartz IV. Das heißt, ich glaube, Hartz IV ist irgendwie, ich spreche jetzt nur von Helfern, ist um die, weiß ich nicht, 300 noch was plus Miete oder irgendwie so. Das heißt, bei uns bekommt man als Helfer, ich bin ja im Tarif Ost etc. pp., hat man etwas über dem Level, ist klar, dass da natürlich die Motivation nicht so hoch ist bei dem einen oder anderen. Was ich aber nicht verstehe, ist denn teilweise, wenn ich jetzt meine Situation auf Arbeit vergleiche, wie manche Leute denn heutzutage noch irgendwie Probleme haben sollten, eine Wohnung zu halten oder irgendwie. Und da möchte ich jetzt mal eine ketzerische Meinung aufstellen. Huch. Oder eine These aufstellen, eine ketzerische. Ich bin der Meinung, dass Leute heutzutage, die willig und imstande sind, arbeiten zu gehen, in der heutigen Zeit nicht irgendwie auf der Straße landen können. Aufgrund nicht nur von Zeitarbeit, sondern generell jeder Bürger im Prinzip, der die Möglichkeit hat, also jetzt, sei es jetzt nicht durch geistige Einschränkungen etc. oder durch irgendwelche körperlichen, geistigen Behinderungen etc., sondern ich bin der Meinung, dass jeder, der irgendwie arbeiten will, arbeiten gehen kann. Mit Ausnahmen natürlich. Wie gesagt, diese Behinderungen etc., die zählen natürlich nicht, das kann man nicht so vergleichen, aber ich verstehe dann immer nicht, wie manche Leute wirklich auf der Straße leben können. Also die jetzt vor allem, ich glaube, ich verrenne mich jetzt gerade wieder hier in
und red mich gleich um Kopf und Kragen. Ich sehe es schon wieder kommen. Aber worum es mir hauptsächlich geht, sind ja, Leute, die jung sind, quasi hauptsächlich. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, dass alle beispielsweise linksorientierten oder Zecken oder wie man sie auch nennen möchte, die man quasi bei uns in Berlin am Bahnhof oder am Zoo oder was weiß ich sieht, die da betteln müssen, alle die, wenn die sich doch nur zusammenreißen würden, könnten doch Arbeit finden. Bei denen liegt es allein bloß bei der Kopfeinstellung. Oder manch andere, ich habe Mitarbeiter, die, weiß ich auch nicht, die gehen einen Arbeitsvertrag ein und bummeln am zweiten Tag, weil sie einfach keinen Bock haben zu arbeiten. Das ist für mich unverständlich. Also ich glaube, vielleicht liegt es auch an meiner Erziehung, dass ich da anders erzogen worden bin. Jedenfalls finde ich, in der heutigen Zeit muss eigentlich kaum noch einer auf der Straße leben. Ja, wie bin ich auf diesen Gedanken gekommen? Ich habe heute Morgen, glaube ich, bin ich im Supermarkt wieder Leute gesehen, die vor dem Supermarkt quasi standen und da die Mods verkauft haben. Mods ist bei uns hier die Obdachlosenzeitung. Aber selbst Zeitarbeit, also ich sehe es ja selber, selbst bei Zeitarbeit bekommt man die Möglichkeit, auch bei Obdachlosen einen Job zu bekommen. Und wenn du einen Job hast, bekommst du auch deine Kohle rechtzeitig gezahlt. Es gibt ja wirklich Zeitarbeitsunternehmen wie Sand am Meer. Und dementsprechend gibt es auch die Aufträge wie Sand am Meer. Und ich glaube, jedes Zeitarbeitsunternehmen, zumindest bei uns in der Region, sucht zwanghaft Leute, die man einstellt, weil halt die Auftragslage aktuell noch im Helferbereich so ist, dass man wirklich einstellen kann, wie bekloppt. Und wenn ich dann jemanden vor dem Supermarkt betteln sehe, weil er die Mods verkauft, weil er obdachlos ist oder so, das muss eigentlich nicht sein. Ich verstehe das nicht. Vielleicht bin ich auch nicht in der Situation, könnt ihr mir gerne mal kontrovers sagen. Vielleicht sehe ich ja vielleicht ist ja meine Sichtweise aktuell sehr, sehr eingeschränkt, sodass ich manche Aspekte vielleicht gerade irgendwie außen vor lasse. Oder dass ich die einfach gar nicht berücksichtigt habe, kann ja alles sein. Meine Meinung ist ja nicht das ultimative Werkzeug, beziehungsweise die ultimative Richtigkeit. Ich bin schon fehlbar. Ja? Also ich bin ja nicht hier der Übergott, der alles irgendwie am besten weiß oder so. Aber ich verstehe es einfach nicht, wie man heutzutage noch wirklich betteln muss, wenn man will. Wenn man sich anstrengt, kann man A, Arbeit bekommen und kann man B, auch vom Staat weiter subventioniert werden. Gibt es ja alles. Naja. Och, aber nicht wirklich ein Thema fürs Let's Play. Deswegen sage ich einfach mal gar nichts mehr. Wir sind hier sowieso in einer Folge. Warte mal. So hier. Zack. Kann ich ja diesen machen. Wir sind ja sowieso jetzt hier im Let's Play und jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen hier andere Themen ansprechen. Es waren jetzt, glaube ich, drei Folgen, wo man wirklich kontrovers rumgehatet hat. Beziehungsweise, nein, rumgehatet war das ja nicht, aber wo man wirklich kontroverse Themen angesprochen hat, wo viele natürlich andere Meinung sein können und sein werden. Und ist ja auch ganz gut so. Das Wichtige ist ja noch immer im Leben, wenn man eine andere Meinung hat, dann sollte man sie, na klar, präsentieren. Man kann ja sagen, ja, okay, verstehe deine Ansicht, aber das ist falsch, komm mal, weil. Das finde ich immer noch besser als rumzuhaten aller blöde Meinung, du Spaß, Pizmeat ist der Beste. So neben Art. Ja, also. Komm schon wieder auf den Punkt. Oh Gott, ich rede mich hier heute um Kopf und Kragen. Ich glaube, der Bananensaft, der steigt mir jetzt zu Kopf. Aber. Hallo? Nee, dich wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber gut. Komm, kriegst halt ein paar SDs vom Kopf. Wie extrem heiß hier in der Bude. Kommt man eigentlich mit der Dings ran, mit der Wave? Jo, sehr schön. Komm zurück. Sehr gut. So, wie viel Manas haben wir noch? Nein, wir müssen sowieso gleich zurück. Ich guck mal gerade, was sagt denn die Zeit? 5 Minuten des Glücks. Dann werden wir uns mal so langsam zurückmachen. Auf dem Weg nach Hause, weil wie gesagt, Moment, oh Gott. Drei Krokofanten, die nehmen wir da mit.
ist klar. Leck mich doch. Fett. Nee, so. So. Und so. Und so. Und so. Hey, komm. Avalanche, Avalanche, Avalanche Power. Hab mir übrigens schon, für die, die es interessiert, es gibt mit Sicherheit eine Folge Tibia 200. Huch. Die gibt es mit hundertprozentig wahrscheinlicher Sicherheit. Und für die sind schon die Aufnahmen gelaufen. Ich weiß schon, was es ist, aber ihr wisst es nicht. Schwupp. Du kommst hier hoch. 8. Das ist fett. Ja, komm, klar. Waren 2x2x4. Das heißt, die muss ich nur noch nachvertonen. Und ich muss mal gucken. Ich habe auch schon eine Idee, was ich dafür mache. Ja. Also immerhin steht das schon mal. Und irgendwann kommen auch die Vocation Specials. Bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Ich muss nur wirklich mal Zeit finden, mich hinzusetzen und zu brainstormen, wie ich sie alle... Das Problem ist, glaube ich, woran es hapert. Ich kann natürlich loslegen, jetzt einloggen mit meinem Knight und sagen, hier komm, das ist so und so und das ist so und so und das machst du am besten da und dann mit dem Level handelst du da. Aber ich will es einheitlich haben. Und die Frage ist natürlich auch, selbst wenn ich jetzt so alles so hype und das alles so rausziehe, ist natürlich dann die Frage, was habt ihr denn für Erwartungen letztendlich an diese Vocation Specials? Meint ihr, da kommt ein Übervideo oder meint ihr, da kommt eigentlich nur eine nette Zusammenfassung mit irgendwelchen, also nicht mit Special Effects etc. pp. Ist mir heute mal so unterwegs eingefallen, sagt, wenn ich jetzt hier jede Zeit das anspreche und ja, komm noch, ganz entspannt, und dann ist immer die Frage, dann schraubst du ja natürlich die Erwartung ein bisschen hoch, dass da ein bisschen mehr kommt, weil es so, halt so lange dauert. Würde mich mal interessieren, wenn ich das jetzt immer anspreche, was habt ihr für Erwartungen an die Vocation Specials? Also was würde euch interessieren, was dort behandelt wird oder was da gezeigt wird? Das wäre doch mal eine spannende Frage. Huch. Also schreibt's mal in die Kommentare, was ihr für Erwartungen jetzt so langsam habt, weil ich es immer wieder hochhype hier. Und schwupp. Ja, renn da durch. Ups, ups, ups. So. Ey, du Arsch. Gesicht. Wixbär. Kannst mich mal. Bist denn du? Hm? 193er. Pff, am Arsch. Naja, gut. Ruhige Musik im Hintergrund passt ja. Dann werden wir uns mal langsam auf den Weg zurückbegeben. Das wird sowieso gleich hier wieder der Wecker schallen und ich werde rausgerissen werden. Level 61 sind wir, das heißt, wir haben den Igel eingeholt. Juhu! Wir sind genau in dem gleichen Level. Und wir gehen jetzt mal nach Hause. Ja, also wie gesagt, Frage für diese Folge ist, was erwartest du von den Vocation Specials? Vielleicht auch mit Anregungen, was gezeigt werden soll, ob jetzt spezielle Waffen also gezeigt werden sollen. Also ich habe schon so ein grobes Grundgerüst, habe ich ja am Hirn. Das heißt, ich wollte es vielleicht so aufziehen, okay, zu sagen, so ändert sich hier die Health Bar, das sind die Waffen, das sind die Spells und das sind die Hunting Grounds. Bezüglich der ganzen verschiedenen Levelzonen, nenne ich es mal. Also es gibt ja immer verschiedene Levelbereiche. Da kannst du nur mit dem Level, da kannst du nur mit dem und dem Level hunten. Dann kannst du ab dem Level dort hunten, dann später dort. Und sowas in der Richtung habe ich mir vorgestellt, dass man da hunten könnte. Und weiß gar nicht, ob ich dann pro Vocation wirklich hier diese 15 Minuten vollkriege, weil eigentlich ist es ja relativ schnell erzählt. Und daher habe ich so ein bisschen auch die Befürchtung, dass ich jetzt die Erwartungen so hochschraube und dann im Nachhinein so, das war jetzt, dafür hat der wirklich Monate gebraucht. Ja, naja, auch schon wieder so ein Gedanke, den man so hegt, so nebenbei, neben dem Let's Play und so. Habe ich schon erwähnt, in 3 Stunden beginnt hier Alan Wake, 21 Uhr, jeden Tag. Ach ja. Ich habe ja mittlerweile schon fast 500 Videos auf YouTube. Und
irgendwie hat man es lieb gewonnen. Man kann sich gar keinen Tag mehr vorstellen, wo man mal nicht so irgendwie auf den Aufnahmebutton drückt und sagt, ja, heute will ich mal nicht aufnehmen. Klar, hast du fast positive Tage dabei und negative Tage. Positive Tage. hast du gute Tage dabei und Tage, wo du sagst, nee, heute nicht. Aber irgendwie komplett ohne, weiß ich nicht, kannst du dir fast gar nicht mehr vorstellen. Das ist jetzt, Tibia ist ja schon seit fast Anfang an mit dabei. Und dementsprechend hast du natürlich so als Indikator, ich weiß jetzt nicht, was ist das jetzt hier für Level? Das müsste Folge 175 sein, glaube ich. Das sind schon fast ein halbes Jahr. Und das ist irgendwie zum Alltag geworden, was ich cute finde. Man kann sich hier so teilweise die Seele vom Leib reden, was man quasi jetzt in den letzten drei Parts gehört hat. Hier etc. Rätsche und Talala Gedöns und ganz kontroverse Themen, die wahrscheinlich mit Sicherheit ein paar Däumchen nach unten mir einhandeln werden. Aber gut, damit muss ich leben. Komm, Maya. Jetzt war ich gerade kurz am Überlegen. Aber gut, wie gesagt, damit muss ich leben. Ist halt meine Sache und soll man halt meine Meinung mit einem Daumen nach unten quittieren. Das ist mir dann auch recht. Aber ist das halt so, dann ist quasi deine Meinung, dass meine Meinung scheiße ist. Das muss man ja auch so akzeptieren. Nicht wahr? Man muss das alles so ein bisschen abstrakt sehen teilweise. Und da bin ich ein ganz toleranter Mensch. Wenn jemand halt so eine Meinung hat, dann hat er die. Auch wenn die Meinung absolut grottig ist. Aber gut, wir sind am Ende des Parts angelangt, Ladies und Gentlemen. Wir sind hier, ich werde auch die Aufnahmesession besiegeln. Das heißt, wir haben uns aus Demona gerettet. Das war einfacher als gedacht. Wir haben unser Level gemacht, Level 61. Und wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie den Igel überredet bekommen, dass er mal seinen Popo in die Höhe kriegt und mit uns hier die Big Queen of the Banshee Quest macht. Und das am besten natürlich gleich morgen, weil morgen Sonntag ist und ich noch Zeit habe. So, ich sage jetzt mal Edron, hi. Und gehe skillen und das natürlich offline. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn ihr den Teil gemocht habt, schreibt es mir doch in die Kommentare oder quittiert es mir mit einem Daumen nach oben. Natürlich vergesst nicht die Frage, was ihr von den Vocation Specials erwartet. Ja? Also mit was für einer Erwartung ihr da jetzt rangeht, weil es so lange dauert etc. Würde mich brennendst interessieren, wenn ich mit irgendeiner Meinung, die ich hier heute präsentiert habe, irgendjemand auf den Schlips getreten bin. Dann tut mir das wahnsinnig leid, aber bitte sagt es mir doch kontrovers in den Kommentaren, was ich vielleicht nicht berücksichtigt habe in meiner Meinung. Man kann mich ja natürlich von meiner Meinung abbringen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns morgen wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, 18 Uhr ist der Zeit. Tschüssi mit Küsschen. Rinjauen. Tschüss.